Standardmodellbasiskonstruktion. Liebe Zuhörer, so etwa würde das horizontale Konstruktionsbild des Standardmodells der Teilchenphysik mit allen 61 Teilchen aussehen. Tröstlich ist nur, dass das mathematische Formschema nach Lagrange noch etwas länger und für Ungeübte erst recht unüberschaubar ist. Mit einiger Aufmerksamkeit jedoch können Sie hier von Anfang an sehen, wie die reale Materie kein Buch mit 7 Siegel, sondern ganz nach Gell-Mann auf 7 Kreisebenen konstruierbar ist. Dazu ging Gell-Mann von einem physikalisch kompakten Mesonen-Oktett-System mit ganzzahliger Strangenes, -1, 0, 1, aus, die in das Achsensystem, Spin, Strangenes, Ladung, eingebettet ist. Wir starten vorerst vertikal mit senkrechter Ladungsachse und dem Higgs-Partikel als Achsenmittelpunkt. Als nächstes ergibt sich der Halbspinkreis für die Neutrino-Fermionen und der Einspinkreis für die Kräftebosonen mit den Pionen links und rechts. Noch weiter auf der Spinne KSE liegt links mit Ladung -1 und als links drehend mit -3/2 Spin das Baryon und mit Ladung +2 und als rechts drehend mit 3/2 Spin das Baryon 2+. Dazwischen das Neutron mit Ladung 0 und das Proton mit Ladung +1. Dieses lässt sich durch das Higgs-Zentrum zum Antiproton mit Ladung -1 verschieben, eine Ladungsebene tiefer, während das Antineutron nur den Spin vertauschen sollte. Auf der linken Seite des Halbspins sitzt das μ und auf der rechten das Tau dieses Zwillingspaares, nämlich auf der Ladungsebene 0 als Neutrinos mit dem scheinbaren Spinwechsel wie das Neutron und das Antineutron. Sowohl das Antineutron als auch das Tau-Neutrino sind jedoch linksdrehend. Auf diesem inneren Halbspinkreis sitzen also links das μ und Elektron-Neutrino und rechts das Tau-Neutrino sowie als einzig rechtsdrehendes das Antineutrino als Schnittpunkte mit der ebenfalls neutralen Strecke der beiden Kaunen links und rechts. Eine Ebene tiefer sitzt dieses μ- und Tau-Zwillingspaar als Elektronen und eine Ebene höher als Positronen. Den meist horizontalen 1-Spin-Pionen schließen sich noch die vertikalen Halbspin-Kaonen an, denen sogar alle drei Ladungsebenen, minus, 0, plus, zugeordnet werden können. Dann können die notwendigen Verbindungen gezogen werden. Die 6 Kreuzungspunkte der entsprechenden Mesonenverbindungen sind die gesuchten Quarks. Kaon links auf 0 wird mit dem Pion rechts auf 1 mit senkrechten Kaon rechts +1 mit Kaon rechts auf 0 gekreuzt und schon erscheint das erste Quark mit Spin, Strangenes, Ladung, gleich, 1/2, 1/3, 2/3. Kaon rechts +1 mit dem linken Pion -1. Gekreuzt mit dem senkrechten linken Kaon 0 über dem linken Kaon -1 ergibt das zweite Quark. -1/2, 1/3, -1/3. Das dritte und vierte Quark ergibt sich bei den nachfolgenden Schritten. Die drei Punkte auf der Ladungsebene, 2/3, ließen sich dank der Strangenes bereits schon zuvor mit einem Kreis verbinden. Jetzt ist die Gelegenheit da, das Positron zu orten. Dies erfolgt nach der Lokalisierung des Ladungszentrums auf dem 0-1 Spinkreis durch Halbierung des Baryon 2p, 2e2/1e, mit der Kontrolle wiederum durch einen Schnittpunkt mit der Strecke Pion plus Kaon rechts als 3/4, minus, 1/2, 1. Auf der Gegenseite wird die Strecke Kaon links minus Pion links minus mit der geraden Positron Higgs geschnitten, so dass das Elektron auf minus 3/4, 1/2, minus 1 zu liegen kommt. Durch Kehren der Achsen erhält man nun einen besseren Überblick. Ich bitte die notwendige Unterbrechung zu entschuldigen. Das fünfte und sechste Quark erhält man.
nach weiteren Schnittpunkten. Dank der eingeführten Strangenes ergeben sich so drei Ober- und drei Unterquarks auf Kreislinienebenen. Weiter soll noch das von Gell-Mann gefundene unebene Sechseck hervorgehoben werden. Dies sind die Grundlinien der sechs Dreiecke mit den Quarks als Schwerpunkte. Zur Kontrolle werden noch die bekannten Quarknamen zu den Buchstaben der Konstruktionsquarks eingesetzt. Nun kommt für die Halbspinpartikel das Pauli-Postulat zur Geltung. Jeder Halbspinpartikel auf der Kreislinie hat durch das Zentrum auf der anderen Kreisseite einen Counterpartikel mit Spinumkehr. Gleichzeitig lässt sich damit auch die Quantenchromodynamik, QCD, einbinden. Die beiden Partikel, grün und rot, werden mit blau durch das Zentrum verbunden, grün und blau, mit rot und blau, mit grün. Die beiden CERN-definierten Ladungspunkte, 2 Drittel und 1/3, werden dadurch weiß und unsichtbar. Nach Einfügen des Zwillingpaares μ und Tau bei den Elektronen als Myon gleich 1, 0, 1 und Tauon gleich 1, 0, minus 1, kann mit dem Elektron der Elektronenkreisring gezogen werden. Ebenso bei den Positronen, wobei jedoch nach direkt die Antipositionen gelten, so dass das Antimyon auf das Proton fällt. Weitere wichtige Partikel sind die Gluonen, die die Quarks als Kernkräfte zusammenhalten. Diese für die Quarks farbigen und für die Antiquarks zusätzlich gegenfarbigen Gluonen liegen auf den Enden der auf die Neutrinofläche projektierten Schwerlinien der Quarkdreiecke als Bosonen auf dem 1-Spin-Kreis, also Gluon 1 für Up und Down oder Anti-Down und Anti-Up gegenüber Gluon 2 für Down und Up oder Anti-Down und Anti-Up. Ebenso Gluon 3 und 4 für Strange und Charm wie auch Gluon 5 und 6 für Top und Bottom. Gluon 7 ist für die Oberquarks, Up, Charm und Top. Und Gluon 8 für die Unterquarks, Down, Strange und Bottom. Nebst Pauli, der für die Counterquarks auf derselben Ladungsebene maßgebend ist, verlangt nun auch direkt, dass die Zentrumsymmetrie auch für das Higgs-Partikel gilt. Wobei alle bisherigen Partikel zentral durch das Higgs-Zentrum gespiegelt werden und so zu Antipartikeln mit Ladungsvorzeichen wechsel werden, das heißt die Ebene 2 Drittel wird zu minus 2 Drittel und minus 1 Drittel wird zu plus 1 Drittel. Als Antifarben werden Magenta, Cyanblau und Gelb verwendet. Es kommen also nochmals 18 Quarks als Antiquarks hinzu, womit die Anfangsaussage mit den 7 Ebenen statt 7 Siegel erfüllt ist. Drehen wir nochmals das Modell und kehren ganz einfach die Achsen, so würde das Modell flach zweidimensional aussehen ohne die von Gell-Mann verlangte Strangenes und weiter vertikal ohne ersichtliche Ladung. Nach weiterem Drehen noch ein Blick auf die verwendete Mathematik im Hintergrund, ohne die es auch nicht gegangen wäre, ein so komplexes Stereobild wie die reale Materie im Quantenzustand zu präsentieren. Die konstruktionsmäßig bedingten drehbaren Partikel können quantenmechanisch als stehende Wellen betrachtet werden. Das Graviton kann mit den noch drei fehlenden 2-Spin-Vektorpartikeln als Kugeltensor hinzugefügt werden, der alle Partikel einhüllend umfasst, wodurch das ganze Standardmodell der Materie 64 Partikel umfasst und ein Antigraviton ausgeschlossen wäre. Zum Abschluss vielen Dank für die geforderte und erwiesene Aufmerksamkeit und Geduld.